In Red Dead Redemption 2 ist die Gegend um Butcher's Creek eine sehr gefährliche Gegend, denn in dieser hügeligen Landschaft haben die Hügel Augen, und zwar die Augen der Murphree-Brut. Und man mag es kaum glauben, aber die Murphree-Brut basiert tatsächlich auf einer wahren, ja, Legende, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gibt es einen realen Hintergrund zur Murphree-Brut und diesen möchte ich euch in diesem Video präsentieren. Im Spiel hat man die ersten Begegnungen mit der Murphree-Brut meistens in der Gegend halt um Butcher's Creek. Dort zieht die Familie nämlich jagend und plündernd durch die Lande. Wer in dieser Gegend nicht aufpasst und unachtsam sein Zelt aufschlägt, der bekommt es oft mit der Murphree-Brut zu tun und in der Regel gehen diese Inzucht-Hoshis auch nicht gerade zimperlich mit einem um. Also kann es immer mal wieder passieren, dass Arthur am Wegesrand Zeuge von Plünderungen der Brut wird und dann meistens auch nur noch die bedauerlichen Reste der Siedler vorfindet, die zum Opfer der Murphree-Brut wurden. Auch Arthur selbst kann unliebsame Bekanntschaft mit den Gesellen machen. Wenn er nämlich im Gebiet um die Murphree Hills sein Lager aufschlägt, bekommt er Besuch von zwei äußerst sympathischen Herren, die ihm dann ziemlich deutlich machen, dass man Besucher in dieser Gegend nicht allzu sehr schätzt. Aber da wir ja keine Hasenfüße sind, suchen wir dann auch gezielt nach der Murphree-Brut und finden kann man ihr Lager hier ein Stückchen nördlich über den Elysian Pool, so ungefähr ein Stück unter dem A von Ansburg. Dort hat die Murphree-Brut ihr Lager. Und wenn man denn dort ankommt, bietet sich einem auch ein Bild des Schreckens. Denn die durch Inzest verunstalteten Herren eröffnen natürlich sofort das Feuer auf Arthur. Nach einem harten Kampf hat man dann auch die Zeit, sich alles hier genau anzugucken. Das erste, was natürlich auffällt, ist, dass die Murphree-Brut in einer Art Höhlensystem haust, aber auch vor der Höhle sieht man schon allerhand Dinge, die man vielleicht so gar nicht sehen wollte. Zum einen kann man sich natürlich die Jungs mal genau ansehen und dann wird auch ziemlich schnell klar, dass hier doch recht deutlich Inzest oder ähnliches im Spiel sein muss, denn alle Mitglieder der Murphree-Brut sind auf irgendeine Art und Weise stark verunstaltet. Wie wir wissen, ist die Murphree-Brut ja wohl in den 1700ern nach Amerika gekommen und hat dort gut gelebt, bis die Industrialisierung die Familie dann zu einem zurückgezogenen Leben in den Hügeln gezwungen hat. Und so zurückgezogen gibt es natürlich nicht viel zu knattern und da muss man dann auch schon mal mit der Cousine und dann kommen da halt solche Gesichter und Körper bei heraus. Aber die Verunstaltungen der Familie sind eigentlich gar nicht das wirklich Schockierende an dem Lager der Brut. Denn wenn man sich hier genau umsieht, dann sieht man, dass hier jede Menge Schweinkram mit irgendwelchen Menschen getrieben wurde. Das bedeutet, dass die Jungs wohl bei ihren Überfällen durchaus auch mal ein paar Probanden mit zu sich ins Lager nehmen und dann, ja, weiß der Teufel, was mit denen anstellt. Auf jeden Fall kann man hier ja gut sehen, dass irgendwelche Totems aus Körperteilen hier gebaut wurden. Da wurden auch mehrere Körper zusammengenäht oder so. Und auch in den Käfigen und generell umliegend hier finden sich überall Kadaver, Köpfe und geschändete Leichen. Das eigentliche Zuhause der Brut, nämlich die Höhlen, sind dann auch nicht viel wohnlicher. Da liegen dann ein paar Schlafsäcke auf den Böden rum und man findet überall das Hab und Gut der Leute, die von der Brut ausgeraubt wurden. Und natürlich findet man nicht nur das Hab und Gut, sondern auch natürlich immer mal wieder Teile der Leute, die ausgeraubt wurden. Also auch hier nochmal ein deutliches Zeichen, dass die Murphree-Brut nicht zimperlich mit ihren Opfern umgeht. Was auch schnell klar wird, ist, dass das Höhlensystem an vielen Stellen auch mit der Oberwelt verbunden ist, sodass die Jungs relativ schnell auch an die Oberfläche kommen können, an verschiedenen Stellen, um ihre Jagd zu beginnen. Aber was hat das Ganze denn nun mit der Realität zu tun, beziehungsweise auf was fußt das Ganze? Eine Sache, die sicherlich einigen von euch schon aufgefallen sein dürfte, ist die Tatsache, dass es solche Familien ja schon in Filmen und Büchern mehrfach in ähnlicher Form gab. Sei es in Filmen wie The Hills Have Eyes oder Wrong Turn.
oder in den Büchern von Jack Ketchum, Beutezeit und Beutegier. Da geht es auch immer um seltsame, naja, ich sag mal Kannibalenfamilien, die rein optisch durchaus von Inzucht gezeichnet sind und die durch die Lande ziehen und sich dort ihre armen, hilflosen Opfer suchen. Oftmals hausen die Gesellen dann eben auch in Höhlen, genauso wie es hier in diesem Spiel auch ist. Aber das sind ja nun alles auch wieder fiktive Geschichten. Aber warum immer wieder dasselbe? Das ist ganz einfach. Das Ganze basiert nämlich tatsächlich auf einer wahren Legende. Und wie gesagt, man ist sich da noch nicht so ganz sicher, ob das Ganze wahr ist, ob das teilweise wahr ist. Aber schauen wir uns die Sache doch mal genauer an. Und zwar fußen diese ganzen Filme, Bücher und auch die Familie im Spiel auf der Sippschaft von Shawnee Bean. Alexander Shawnee Bean war nämlich das legendäre Oberhaupt einer kannibalistischen Familie in Schottland im 15. Jahrhundert. Es wird behauptet, dass er und seine Frau und ihre, aufgepasst, 46 Kinder und Enkel über 1000 Menschen getötet und gegessen haben sollen, bevor sie festgenommen und hingerichtet wurden. Auch wenn einige Historiker nicht wirklich glauben, dass Shawnee Bean jemals existierte, wurde seine Geschichte weitergegeben und ist inzwischen Legende und fester Bestandteil der schottischen Folklore und von Edinburghs Tourismusindustrie. Nach dieser Legende wurde Alexander Bean in East Lothian während der Herrschaft von König Jacob I. im frühen 15. Jahrhundert geboren. Manche Quellen datieren die Geschichte da auch in früheren Zeiten, aber die offizielle Version ist das frühe 15. Jahrhundert. Sein Vater war Arbeiter, der war so eine Art Gärtner. Darin versuchte sich Bean dann ebenfalls, bis er dann irgendwann merkte, dass ihm ehrliche Arbeit nicht wirklich lag. Bean verließ dann mit seiner Frau die Stadt. Es gibt auch noch eine alternative Version. In der Version wurden beide aus der Stadt gejagt, aber wie gesagt, auch da die offiziellere Fassung ist die, dass er mit seiner Frau die Stadt verließ. Und ohne Geld zu haben, haben sich die beiden dann in eine Höhle in der Nähe von Galloway County zurückgezogen und dort ihr Lager aufgeschlagen. Die Höhle führte dabei mehrere hundert Meter in den Fels und der Eingang war während der Flut vom Wasser blockiert. In genau dieser Höhle sollen sie dann unentdeckt 25 Jahre gelebt haben. Und da haben wir dann auch schon die erste Überschneidung zum Spiel und zu den Filmen. Deshalb wird dort auch immer dieses Höhlensystem angesprochen. Anfangs überlebten Bean und seine Frau dann durch Wegelagerei und Ermordung von Reisenden, also auch genauso wie man es im Spiel von der Murfreybrut kennt. Bean und seine Frau stahlen ihnen dann Geld und alle möglichen verwertbaren Gegenstände. Diese Gegenstände und das Geld horteten sie dabei in der Höhle. Die Sachen zu verkaufen trauten sie sich nicht, weil sie halt befürchteten, dadurch entdeckt zu werden. Wie bereits eingangs gesagt, zeugten Alexander Bean und seine Frau eine große Anzahl von Kindern und später dann ja auch Enkel. Das Ganze waren Produkte inzuchtbasierter Beziehungen natürlich. Bevor sie ihr Ende fanden, kamen sie so auf 8 Söhne, 6 Töchter und insgesamt 32 Enkel. Ihre Methoden, die Leute zu überfallen, waren einfach und effizient. Sie lauerten einfach ihren überraschten Opfern aus dem Hinterhalt in kleinen Gruppen auf, überwältigten sie und töteten sie. Die Einnahmen der Beutezüge waren natürlich nicht groß genug, um den riesigen Clan zu unterhalten, und aus dem Grund begannen dann Bean und seine Familie, sich von den Getöteten zu ernähren. Das war damals zu der Zeit auch gar nicht so unüblich, denn damals kam es immer wieder in Schottland zu Hungersnöten, in deren Verlauf auch eben Kannibalismus betrieben wurde. Also wurden die Opfer nicht nur all ihrer Habseligkeiten beraubt und ermordet, sondern auch noch mit in die Höhle geschleppt, ausgebeint und aufgegessen. Hatte natürlich den guten Nebeneffekt für die Familie, dass es auch keine Opfer, also keine Toten gab, die gefunden wurden. Denn die Familie legte die Reste in Salz und Essig ein oder räucherte sie als Vorräte für schlechte Zeiten, also blieb da einfach nicht viel von diesen Menschen übrig. Natürlich blieb das Verschwinden dieser zahlreichen Reisenden nicht unbemerkt. In der abergläubischen Bevölkerung machte bald die Geschichte über einen Werwolf die Runde. Aber als dann die Anzahl der Vermissten immer weiter anstieg und die Unruhe unter der Bevölkerung dementsprechend auch, sah sich der schottische König gezwungen, Soldaten und Polizeibeamte zu entsenden. Zu der Zeit wurden dann auch immer wieder Verdächtige verhaftet und ohne große Umstände gehängt. Das waren dann aber halt immer die falschen Leute gewesen. Das Verschwinden von Reisenden dauerte nämlich weiterhin an und alle Exekutierten erwiesen sich als unschuldig. Im Jahre 1435 wurde dann das Rätsel angeblich gelöst. Ein vom Jahrmarkt heimwärts reitendes Paar wurde von einer Horde verwildeter Gestalten angegriffen. Die Frau wurde dabei vom Pferd geholt und sofort getötet. Der Mann konnte sich allerdings zur Wehr setzen. Und noch während des Kampfes kamen dann weitere Leute auf dem Nachhauseweg vom Markt, um dem Mann zu helfen. Und so musste die Bean-Familie flüchten. Damit gab es dann auch endlich Zeugen, die Bean-Familie gesehen hatte. Und so wurde schon bald darauf die Jagd auf sie eröffnet.
eröffnet, angeblich unter persönlicher Leitung des Königs. Der König führte, so berichtet die Geschichte, mehr als 400 Mann mit Bluthunden zur Suche und schon bald fanden sie die Höhle, die Bean und seiner Familie so lange als Unterschlupf gedient hatte. Was die Soldaten dort dann sahen, muss wohl unbeschreiblich gewesen sein. In der Höhle hausten 47 völlig verwilderte Familienmitglieder, von der Decke hingen menschliche Körperteile zum Räuchern und überall fanden sich die Überreste der kannibalischen Mahlzeiten sowie die Habe der Überfallenen und Getöteten. Unmittelbar nach der Gefangennahme wurden die Mitglieder der Familie dann vom König zu wilden Tieren erklärt. Die Kinder waren so an Kannibalismus, Mord, Totschlag und Inzest gewöhnt, dass sie sich ein anderes Leben gar nicht mehr vorstellen konnten. Sie kannten ja auch gar kein anderes Leben. Also wurden allen schnell den Prozess gemacht und hingerichtet. Den Männern wurden Hände und Füße abgehackt und sie bluteten zu Tode. Die Frauen durften dem Schauspiel zusehen, wurden dann anschließend in Dreiergruppen lebend auf den Scheiterhaufen verbrannt. Aber um das Ganze jetzt mal so ein wenig X-Faktor-mäßig zu beäugen, war das Ganze jetzt eine Legende oder steckt doch etwas Wahrheit in dieser Geschichte? Man muss das Ganze so sehen. Kannibalismus ist seit jeher Bestandteil der Menschheitsgeschichte gewesen. Die Legende rund um Shawnee Bean übt dabei halt eine besondere Anziehungskraft aus, da hier von einer ganzen Sippe von Kannibalen, die sich inzestiös vermehrten und weit über 1000 Menschen schlachteten und verspeisen, ja an Ungeheuerlichkeit kaum zu übertreffen war. Man muss dabei fairerweise einfach sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei Shawnee Beans Kannibalenfamilie lediglich um eine Erfindung der englischen Klatschpresse. Die Gründe hierfür sind ziemlich einleuchtend, denn beispielsweise hätte ein dermaßen ungeheures Verbrechen für zahlreiche schriftliche Berichte durch Zeitzeugen gesorgt. Doch weder die Untaten selbst noch die zweifellos nicht minder aufsehenerregende Massenhinrichtung hinterließen in den entsprechenden Chroniken irgendwelche Spuren. Erstmalige Erwähnung in irgendwelchen Chroniken fand Shawnee Bean konsequenterweise in einem englischen Vorläufer der Klatschpresse im 18. Jahrhundert. Aufgrund der damaligen Spannungen zwischen England und Schottland kann man da durchaus argwöhnen, dass eine solche Legende den schottischen Feind denunzieren sollte. Solche Klatschpressen-Moves kennt man ja auch aus der heutigen Zeit. Ja, und des Weiteren sprechen einfach auch logische Gründe gegen die Existenz einer solchen Kannibalenfamilie, denn gerade im dünn besiedelten Schottland hätte das spurlose Verschwinden von weit über 1000 Menschen innerhalb weniger Jahre wohl für groß angelegtere Suchaktionen gesorgt. Es scheint auch relativ unwahrscheinlich, dass eine Großfamilie dermaßen unbemerkt ihr Unwesen treiben konnte. Aber kann man nun letzten Endes sagen, das Ganze ist nur eine Legende und man kann es damit abtun? Ich denke ja und nein, denn einerseits sprechen alle Indizien gegen die umfangreichen Gräueltaten einer ganzen Sippschaft in einem spärlich besiedelten Landstrich, denn selbst der Name Shawnee Bean ist völlig unbelegt. Auf der anderen Seite steckt aber vermutlich ein Körnchen Wahrheit in dieser Legende. Somit kann man denn wohl sagen, dass diese Geschichte irgendwo einen wahren Kern hatte, der aber halt lediglich aufgebauscht und sensationalisiert wurde. Es mag durchaus sein, dass es vielleicht damals irgendeine Familie gab, die kannibalistische Aktivitäten in einem kleinen Kreise gezogen hat, aber halt nicht in so einem riesigen Kreis, wie es die Legende besagt. Was man allerdings sagen kann, ist, auch damals liebte man schon gruselige Klatschgeschichten und deshalb kann man davon ausgehen, dass hier aus einer Mücke ein Elefant gemacht wurde. Letzten Endes muss man allerdings sagen, dass uns durch diese Legende einige mehr oder minder spannende Filme, Bücher und Spiele beschert wurden und ja auch die Murfrees in Red Dead Redemption 2. Ich hoffe, das Video hier hat euch ein bisschen gefallen. Wenn dem so war, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare oder zeigt es mir anhand eines Daumens. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch einfach diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit Red Dead Redemption und anderem Content versorgt zu sein. Mir bleibt am Ende nicht mehr zu sagen, außer reingehauen.